wenn man die meisten Leute so ein bisschen fragt, was so das erste Jump'n'Run oder generell Plattformspiel der Videospielgeschichte war, werden die meisten Leute heute wahrscheinlich Super Mario Bros. Sagen oder wenn sie vielleicht ein bisschen tiefer in der Materie sind, dann eben Donkey Kong von 81. Mit Donkey Kong ist es schon ziemlich nah dran, aber vor Donkey Kong gab es etliche andere Plattformspiele. Aber dafür gehen wir jetzt einfach mal in mein Computerzimmer und ich stelle euch jetzt und die Sendung geht jetzt los. So. So. Ach übrigens, erstmal sage ich herzlich willkommen zur 21. Folge von Kraut und Rübe und Videospiele. Ja, wie ich gerade bereits sagte, möchte ich mich heute so ein bisschen mit den Frühtagen des Jump'n'Run und Plattformgenres auseinandersetzen. Und ja gut, ich möchte jetzt mal direkt den Anfang machen mit Frogs. Frogs kam 1978 in den Spielhallen, war von Sega. Und ja, auch wenn es jetzt nicht unbedingt so das Klassische ist, was man sich unter so einem Plattform-Jump'n'Run-Spiel vorstellt, war es halt schon so das erste Spiel, was zumindest so elementar so die Grundzüge des Plattform-Genres halt mit sich brachte. Ich meine, ihr seht es ja gerade, das Spielprinzip besteht wirklich nur aus Rumspringen und Fliegen einzusammeln, für die Punkte eben. Aber ja, Frogs war halt schon so das erste Spiel, wo es halt wirklich darum ging, über Plattformen oder in diesem Fall eben Blätter rumzuspringen und halt irgendeine Aufgabe zu erfüllen. In diesem Fall eben Punkte sammeln, indem man Fliegen frisst. 1980 erschien dann Space Panic. Ja, Space Panic ist jetzt kein wirklich besonders gutes Spiel. Ich wollte es aber zumindest mal kurz vorstellen, weil es wirklich als das erste Plattformspiel der Videospielgeschichte gilt. So, ja gut, ich bin das Männchen hier unten. Ja, und Sinn des Spiels ist es halt, ich muss jetzt Löcher buddeln, die Gase da reinlotsen, um das Loch an diesem dazu zu buddeln, um die halt einzuschließen. Also, da rauszuhauen. Bock, kaputt. So. Level 1 geschafft. Ja, spielerisch ist es nicht wirklich gut, also selbst für 1980 ist es halt sehr unspektakulär. Zum einen ist die Steuerung ein bisschen unpräzise, also sie wirkt schon ein ganzes Stück verzögert. Die Kursunterfrage ist ein bisschen ungenau, also in der Nähe von den Leitern kann ich gar nicht graben. Uap, und weg. Jawohl. Ja, und auch abwechslungstechnisch, gut, ich meine, es ist von 1980, abwechselnd war generell selten bei damaligen Videospielen. Tut sich halt auch nicht so viel. Interessant ist Space Panic nochmal aus dem Grund, weil schon einige Spielelemente vorwegnimmt, die 1983 mit Loadrunner eingeführt wurden. Loadrunner war auch Anfang der 80er ein sehr populärer Plattformer. So, hier ist das bereits gerade angestimmte Loadrunner von 1983. Ich bin übrigens unten das blinkende Figürchen und muss jetzt alle Schätze einsammeln. Also das sind diese Vierecke. Ich klicke jetzt mal los. So. Ja gut, die drei Gegner da, ist natürlich logisch, die darf ich nicht berühren. Die können uns auch die Schätze einsammeln, das heißt, ich muss die teilweise auch in diese Fallen locken, damit ich die Schätze wieder bekomme. So. Ja, und ihr seht ja auch schon recht gut, dass die Idee mit den Löchern im Boden machen, dadurch flüchten oder eben auch die Gegner damit einfangen. Hier relativ gut umgesetzt ist und mit, und hier in Loadrunner eigentlich eine richtig gute Ergänzung geben, also das heißt Ergänzung, das ist ja schon das Hauptelement des Spiels. Ich spiele jetzt einfach mal die ersten beiden Levels durch. Ja, das ist tatsächlich ganz interessant, während Space Panic heute relativ vergessen ist. Ich meine, ihr habt es ja gesehen, es war ja eben auch kein sehr gutes Spiel. Ist Loadrunner heute einer der ewigen alten 8-Bit-Klassiker. Das ist eigentlich auch zu Recht, was bei Space Panic halt schon alles sehr hektisch war. Wird hier vom Game Designer eigentlich wirklich sehr taktisch eingebunden. Das ist eigentlich sehr, sehr gelungen. Also Loadrunner gehört auch wirklich so mit zu diesen ewigen 8-Bit-Klassikern der frühen 80er Jahre. Und hat später auch etliche Umsetzungen für andere Heimcomputer bekommen. Teilweise auch fürs NES. Ach, jetzt, was mache ich jetzt? Das wäre jetzt ein bisschen blöd. So, hast du geschafft. Aber springen wir nach Loadrunner nochmal zurück ins Jahr 1981, nämlich zu Donkey Kong. Nintendo plante Anfang der 80er basierend auf Popeye, also ich denke mal Popeye kennt wahrscheinlich jeder, das war in den 30er, 40er Jahren eine sehr populäre Zeichentrickserie, die auch bis heute noch relativ bekannt ist. I am what I am and that's all what I am. I'm Popeye the Sailor Man. Auf
jeden Fall plante Nintendo Anfang der 80er basierend auf Popeye ein Videospiel zu machen und war wohl auch schon ziemlich weit in der Entwicklung. Allerdings gab es dann lizenzrechtliche Probleme und Nintendo war halt nicht in der Position, dann ein Popeye-Spiel zu machen, einfach weil sie die Rechte an den Figuren nicht bekamen. Und so wuchs dann so praktisch aus der Notlage heraus die Idee zu Donkey Kong. Und ja gut, Donkey Kong kennt wahrscheinlich mittlerweile auch jeder. Die Geschichte halt von dem jungen Handwerker, der damals noch recht namenlos als Jumpman einfach bezeichnet wurde. Heute wissen wir, Jumpman wurde irgendwann zu Super Mario, aber da komme ich später nochmal zu. Und auf jeden Fall die Geschichte von dem Jumpman, der halt seine Geliebte aus den Klauen von Donkey Kong befreien muss. Er kam dann 1981 raus und ist einer der ewigen Plattformklassiker gewesen und war auch erstmalig wirklich so die Definition, wo auch so die ersten Elemente des Plattform-Genres drin waren. Also wirklich klettern, springen und eben schon eigentlich Spielziel mit mehreren Levels. Aber ja gut, ich mache jetzt einfach mal das Spiel an. Das Spiel ist damals ein enormer Erfolg gewesen, was zum einen einfach daran lag, dass es, gut, das Jump'n'Run-Genre war damals jetzt auch noch nicht so stark ausgeprägt wie heute, aber zum anderen muss man auch sagen, dass Donkey Kong für damalige Verhältnisse ein unheimlich abwechslungsreiches und komplexes Spiel war. Ich meine, ich habe es ja in den früheren Folgen schon ein paar Mal erwähnt, die meisten Videospiele in den frühen 80ern bestanden ja meistens wirklich nur aus einem Bild, dass man halt ausschließlich auf Punkte spielte. Und Donkey Kong hat hier wirklich vier verschiedene Levels, die auch recht abwechslungsreich sind, was für damalige Verhältnisse tatsächlich sehr komplex war. Ja, ihr seht es gerade schon, Level 2. Im ersten Level bin ich ja nur dieses Gerüst hochgeklettert. Hier bin ich jetzt in unserer kleinen Fabrik, wo es auch Fließbänder gibt. Ja, ich habe jetzt gerade den Hammer eingesammelt. Der hatte den Vorteil, mit dem kann ich jetzt eben alle Gegner kaputt kloppen. Allerdings auch den Nachteil, dass ich mit dem Ding nicht springen kann. Also solange ich den Hammer in der Hand halte, kann ich weder springen noch klettern. Weshalb der natürlich relativ uninteressant ist, um wirklich voranzukommen. Ich hoffe, jetzt kommen die Flammen nicht. Hoch, 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 hoch. Und wie gesagt, der Hammer ist okay zum Punkte sammeln, aber wirklich, wirklich hilfreich ist er dann eben auch nicht. Deshalb werde ich ihn jetzt auch so selten wie möglich einsammeln. Ich spiele jetzt nicht wirklich auf Punkte, sondern eigentlich darum, das Spiel so ein bisschen zu präsentieren. Hier muss ich jetzt übrigens nicht einfach nach oben klettern, sondern hier die Nieten rausziehen. Hopp. Ja, damit ich Donkey Kong nach oben gleich zum Absturz bringe. Hopp. Interessant ist halt, dass Donkey Kong der erste Auftritt von Super Mario ist. Hier hieß er noch Jumpman.
Für praktisch ist das gerade ein bisschen albern, was ich hier mache. So gut wie geschafft. Hopp! Ja, das war jetzt der erste Durchgang. Jetzt geht das Spiel wieder mit höherem Schwierigkeitsgrad von vorne los. Ich gehe jetzt mal direkt weiter zu Donkey Kong Jr., also dem Nachfolger. 1982 erschien dann der Nachfolger von Donkey Kong, nämlich Donkey Kong Jr. Das Ding ist insofern historisch interessant, weil zum einen hat die Figur Jumpman, also Donkey Kong hieß der Charakter ja noch Jumpman, erstmals seinen Namen bekommen, nämlich Mario. Mario dürfte wahrscheinlich jeder kennen. Ist ja bis heute noch einer der populärsten Videospielfiguren. Und zum anderen ist Donkey Kong Jr. auch das einzige Spiel, wo Jumpman, wo Mario wirklich der Antagonist ist. Mit den Früchten kann ich übrigens die Gegner erschlagen. Und ja, das war eben auch lange bevor Mario wirklich so einer von Nintendos größten Videospielfiguren wurde. Ja, der Teil hier oben mit den Vögeln, der ist jetzt etwas knifflig, weil die fliegen vollkommen. Donkey Kong Jr. klettert nämlich sehr langsam. Und es ist hier teilweise wirklich schwierig, da richtig auszuweichen. Und es ist hier teilweise wirklich schwierig, den Vögeln auszuweichen. Ja, hier ist jetzt Marios zu Hause. Also sein Hideout. Oh, was ist das jetzt? Oh. Ach Mist! Das Ding hab ich jetzt ganz übersehen. Thank you.
fast geschafft. Oh, Glück gehabt. So, auf zum letzten Level. Ja, im Gegensatz zu den anderen Levels muss ich jetzt nicht einfach nur irgendwie nach oben kommen, sondern jeweils die Schlüssel oben in die Schlösser stecken. Ach Mist! Um dann Papa Donkey Kong da rauszuholen. Der Level ist übrigens auch ziemlich hart. Donkey Kong klettert, mein Gott, Donkey Kong Junior klettert schneller die Seile hoch, wenn ich hier die zwei mit beiden Sachen greife. Ansonsten ist er nämlich ganz ein Stück langsamer. Runterklettern geht schneller mit einer Hand, hochklettern definitiv mit zwei Händen. Ich würde jetzt gerne zeigen, aber der Level ist echt knüppelschwer, da möchte ich jetzt hier keine großen Risiken eingehen. Was geschafft. Ja, super, ich bin durch. Ja, wie das mit erfolgreichen Spielprinzipen meistens so ist, gibt es natürlich auch etliche Klone oder zumindest Videospielkonzepte, die dann eben auch versuchen halt das Original mehr oder weniger erfolgreich zu kopieren. Meistens geht sowas fürchterlich nach hinten los, aber hin und wieder gibt es wirklich ein paar durchaus nette Spiele. Und ja gut, auch da werde ich jetzt natürlich nicht alle Spiele näher vorstellen können, die in dem Donkey Kong Fahrtwasser damals mitfuhren. Deshalb habe ich mir jetzt einmal nur Känguru rausgepickt von Zana Electronics. Känguru erschien 1982, war eigentlich meiner Ansicht nach auch ein recht nettes Jump'n'Run, auch wenn es jetzt nicht unbedingt die Genialität von Donkey Kong erreicht. Ja, die Geschichte ist ja schon recht selbsterklärend. Ihr seid diese Känguru-Mutter, die gerade abstürzt. Und ja, ich muss halt da oben auf die Plattform kommen, um mein Junges zu befreien. Das könnte auch der Känguru-Vater sein, so genau weiß ich das jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich meine, ihr seht es jetzt eigentlich auch schon relativ schnell. Die Parallelen zu Donkey Kong sind jetzt definitiv nicht zu verkennen. Übrigens, wenn ich die Glocke hier schlage, kommen neue Früchte, das gibt Punkte. Ich bin jetzt eigentlich auch kein Punktejäger. Ich zeige es jetzt einfach nur kurz, um das mal zu demonstrieren. Das kann ich, glaube ich, 3 oder 4 Mal machen. So. Die Früchte unten kommen übrigens auch neu. Oh. Der Gorilla haut mich übrigens nicht kaputt, aber der klaut mir meine Handschuhe. Das heißt, ich bin jetzt erstmal, kann mich jetzt erstmal nicht verteidigen. Na egal, hoch. Na. Also er haut mich nicht kaputt, der Gorilla, aber der klaut meine Handschuhe. So dass ich in der Zeit eben wehrlos bin gegen die kleinen Affen. Die Parallelen zu Donkey Kong sind absolut nicht zu verkennen, wobei Donkey Kong das weitaus bessere Spiel ist. Ich meine, ihr seht's gerade, ich bin jetzt hier im zweiten Level. Donkey Kong war von der Abwechslung her eigentlich schon ein ganzes Stück besser. Bei Donkey Kong gab's dann hier schon direkt einen komplett neuen Grafiksatz. Da war ich ja dann in dieser Fabrik oder was das darstellen sollte mit den Fließbändern. Ja, hier bin ich als Känguru, spielt dann wirklich komplett die ganze Zeit einfach nur in diesen Bäumen ab. Und zum anderen kommt halt dazu, dass das Känguru selber, es ist sehr groß und es ist auch sehr träge zu steuern, was als solches okay wäre, aber streckenweise ist so viel auf dem Bild los, dass es teilweise sehr unübersichtlich wird und auch streckenweise schon nahezu unmöglich wird, irgendwelche Sachen auszuweichen. Das werdet ihr im Laufe des Spiels aber auch noch sehen. Uah. Das ist nämlich bei Donkey Kong besser, wirklich weitaus fairer gelöst gewesen. Also bei Känguru kommt man einfach zu oft in Situationen, wo man auch eben so... Oh, ja. Na, ihr habt gerade gesehen, ich muss die Affen da runterkicken, damit der Käfig da runterkommt. Dummerweise haben die Affen das jetzt gerade, nachdem ich da, als ich da gerade gesprungen bin, wieder hochgehoben. Das war jetzt, nicht so toll. Ja, sowas zum Beispiel meine ich. Oh, Glück gehabt. Also hätte ich jetzt Pech gehabt und dieser Apfelstumpf wäre jetzt nochmal irgendwie abgeprallt, hätte ich nicht mehr ausweichen können. Das Känguru ist nämlich zum einen sehr groß und auch ein bisschen träge.
mit, um hier teilweise wirklich auszuweichen. Na, der Level ist auch nicht ohne. Schnell beeilen. Okay. Das sah jetzt leichter aus, als es ist. Ja gut, ab jetzt geht das Spiel wieder von vorne los und mit einem deutlich höheren Schwierigkeitsgrad. Aber gut, nach Donkey Kong Jr. und Kangaroo möchte ich jetzt nochmal zurück ins Jahr 1981 springen. Nämlich zu Jump Bug. Jump Bug war insofern interessant, weil es dann auch wirklich das erste Seitenscrollende Jump'n'Run gewesen ist. Und ja, Jump Bug ist heute relativ unbekannt, zu Unrecht meiner Meinung nach, weil es für damalige Verhältnisse eigentlich ein wirklich schönes Spiel gewesen ist. Ja, schön war auch, dass dann wirklich auch Anfang der 80er auch es auch so langsam aber sicher zum Standard wurde, dass Videospiel-Levels eben, dass Videospiele nicht nur ein oder zwei verschiedene Bilder hatten und man nur auf Punkte spielen konnte, sondern dass man langsam wirklich dazu überging, umfangreichere Spiele zu machen mit mehreren abwechslungsreicheren Levels und die eben auch thematisch dann auch neue Grafiken boten. Und ja, Jump Buggy ist da eben auch ein sehr frühes Beispiel für. Wie gesagt, 1981 war das noch nicht Standard, dass Videospiele mehrere verschiedene Levels hatten. Und ja, da war, kam sowas dann eigentlich nochmal recht gut an. Ich erkläre mal kurz was zur Steuerung. Ja, ich bin halt hier, wie gesagt, dieser namensgebende springende Buggy hier. Und ja, ich habe auch keine Möglichkeit, nicht zu springen. Also der Wagen fährt nicht, sondern der springt wirklich die ganze Zeit. Ich kann allerdings die Sprunghöhe recht großzügig auch so ein bisschen kontrollieren. Aber wirklich fahren, also zum Schließen nicht zu springen, kann ich nicht. Das macht die Steuerung etwas ungewohnt, aber das man kommt da relativ schnell rein. Übrigens, für die ganzen Geldbeutel, die ich hier gerade einsammle, bekomme ich irgendwann Freileben. Ihr seht ja unten diese Anzeige, die jetzt gerade voll ist. Und immer wenn die voll ist, also wenn ich genug von diesen Dingern eingesammelt habe, bekomme ich halt ein Freileben. Ich bin kein großartiger Punktespieler, aber Freileben sind immer gut. Ja, interessant ist jetzt auch hier die Pyramide. Die scrollt zum einen jetzt auch in mehrere Richtungen. Wie gesagt, Spiele, die scrollten, waren schon selten, aber dann in mehrere Richtungen scrollen war, war natürlich schon ganz selten. Und ja, also wie ich bereits sagte, ist es auch relativ schön, dass Jump Buggy eigentlich für damalige Verhältnisse sehr sehr abwechslungsreich ist. Wow! Raus hier, raus hier, raus hier. So. Na, wow, Glück gehabt. Den Steuerungsglück. Kollision ist auch etwas großzügiger. Und geschafft. Ja. Zack. Wow. Jump Buggy ist jetzt sicherlich nicht das längste Spiel, aber für damalige Verhältnisse war das wirklich enorm umfangreich. Und es macht halt auch wirklich Spaß. Also, das Level-Design ist recht abwechslungsreich. Das seht ihr später noch. Gleich kommt auch nochmal ein Unterwasser-Level, die übrigens ganz schön schwer ist. So, also Unterwasser-Levels ist meiner Ansicht nach die schwerste des ganzen Spiels. Wenn ich die geschafft habe, bin ich auf der recht sicheren Seite. Aber die erstmal zu schaffen ist recht hart. Mist, nicht geschafft. Oh! Oh, das war ganz knapp. Das war jetzt echt knapp. Springen. Nee, wow. Ja, zum Glück ist die Kollisionsabfrage etwas großzügiger geraten, sonst wäre das hier auch echt ein Stück zu hart. Hoch. Mist! So.
Ja. Ah ja, die U-Boote sind auch fies. Spring! So. Wow. Ja, schön ist auch, dass man eigentlich mit der richtigen Taktik hier gut durchkommt. Also auch so Zufallselemente oder so arg unfaire Szenen gibt es ja eigentlich so gut wie gar nicht. Ist selten für so alte Spiele. Also die waren oftmals waren ja gerade diese frühen 80er Jahre Spiele wirklich gnadenlos hart bis unfair. Aber Jump Buggy spielt sich sehr gut. Man muss sich mit der Steuerung halt ein bisschen vertraut machen. Aber wenn man das einmal drin hat, kann man das eigentlich gut schaffen. So. Hopp. Wow. Ja, ich habe auch zum gewissen gerade so einen Doppelsprung. Okay, jetzt wieder hoch. Jawohl. Und letzte Level. Aber die Level gibt jetzt nochmal richtig Gas. Wobei auch die finde ich einen Tacken leichter als die Wasserlevel vorher. Wow. Hopp. Ach Mist. So. Ja, diese. Ja, Mechwitz-Knitz. Die sind noch mal ein bisschen schwieriger, aber wenn man da so ein bisschen das Timing raus hat, kommt man da eigentlich gut rüber. Och nee. Letzte Leben, Mist. Ich werde jetzt mal ein bisschen weniger reden und mich ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren. Na, nicht ins Wasser, da habe ich keine Chance. Springen. Ui, wow. Mist, ist nicht darunter. Ja, geschafft, ich bin durch. Okay, gegen Ende jetzt nochmal ziemlich abgelost, aber ich hab's geschafft. Jetzt geht's wieder von vorne los mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad. Und ja, ich gucke jetzt einfach mal, wie weit ich noch komme. Dürfte nicht mehr so weit sein. Jetzt wird's nämlich echt knifflig. Hopp. Mist! Ja gut, mit Jump Bug endet auch die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ja, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich in der nächsten Folge einen zweiten Teil des Jump'n'Run Specials mache und mich dann nochmal so ein paar anderen frühen Plattform- und Jump'n'Run Spielen widmen werde. Aber dazu komme ich nächste Woche und ich sag mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.